Das ich sage das ja immer wieder. Ich sehe zum Beispiel so ein Fabi Black öfter als meine Frau und mein Sohn. Also Leute lachen, aber so das ist Tatsache. Fabi Black. Ja. Bogi, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Immer, immer wieder gerne. München, Tübingen, Ludwigsburg, Ulm, Berlin, Hamburg, Weißenfels, Crailsheim. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendeinen Verein vergessen habe. Ja, Italien hast du vergessen. Oh, es tut mir leid. Das ist mehr oder weniger. Das ist auf jeden Fall nur ein Auszug von deinen bisherigen Stationen bei der Easy Credit BBL. Mir scheint es ein bisschen so, als würdest du den Westen meiden. Nee, hat damit nichts zu tun. Hat damit nichts zu tun, das war Zufall. Das war Zufall, alles Zufall. Ja, wie gesagt, du hast auf jeden Fall schon sehr viele Standorte gesehen, ganz viele Teammates gehabt, ganz viele Organisationen kennengelernt. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du schon das dritte Jahr jetzt in Crailsheim unterschrieben hast und ja, man so ein bisschen das Gefühl hat, dass du da auch sesshaft geworden bist? Ganz einfach. Ich meine, irgendwann mal kam der Anruf, wo ich bei MBC war. Da hatte ich ja so einen offenen Vertrag, wo ich mittrainieren durfte, Spiel machen durfte und so weiter, um fit zu bleiben. Genau, und dann hat sich, glaube ich, damals jemand entweder verletzt oder irgendjemand war draußen und dann wurde ich gefragt, ob ich da bei Crailsheim mitmachen will. Damals mit Thomas Gisano, der jetzt auch bei Trainer bei Bonn ist. Da hat sich alles sehr gut angehört, was er vorhatte. Dann kam eins zu dem anderen, dann bin ich nach Crailsheim mal kennengelernt. Erst dann gemerkt, wie das alles da abläuft. Lange habe ich nicht gebraucht. Das hast du gerade schon gesagt, man kriegt dann so einen Anruf. Wer ruft denn da an? Also ruft der Coach an oder ruft jemand von der Organisation an? Oder wie muss zuerst sagt ja dein Agent dir, ey, pass auf, da und da gibt es Interesse, bla bla bla. Und dann, wenn du sagst, hört sich gut an oder hört sich nicht gut an, je nachdem wird dann, also in dem Fall hat mich der Thomas direkt angerufen, weil du ja auch natürlich irgendwie in erster Linie erfahren willst, okay, was will er von dir? Was hat er überhaupt vor? Du kannst ja nicht einfach sagen, Crailsheim, geil, ich gehe hin. Es muss ja auch irgendwo passen, du musst ja jemanden ein bisschen kennenlernen, also soweit es geht übers Telefon. Aber wie gesagt, es hat sich echt gut angehört. Ich meine, man weiß auch, er hat ja viel Erfolg mit dem ganzen Konzept, das er macht. Man sieht es jetzt auch in Bonn, egal wo er hingeht, läuft. Das bedeutet ja auch was und genau, dann nach Crailsheim, dann wie gesagt, alle kennengelernt, gesehen, dass es da so ein bisschen anders abläuft, dass alles sehr viel enger, ein bisschen familiärer vielleicht als sonst oder als man es irgendwie gewohnt ist, dass es nur so Business ist. Und Frau, Kind eingepackt, los geht's. Das ist eigentlich meine dritte Frage schon fast beantwortet, aber ja, der Crailsheimer Spirit, von dem auch so die ganze Liga spricht, was ist das genau? Eigentlich im Grunde ganz einfach, aber auch wiederum ganz schwer zu erklären, weil so ein Spirit zu erklären, also so gut ist mein Deutsch, glaube ich, nicht. es ist einfach, wie gesagt, alles enger, alles familiärer. Auch die Menschen drumherum, nicht nur die Menschen im Club, mal abgesehen von den Office-Leuten, von Sportdirektoren, Gesellschaftern, die auch übrigens fast jeden Tag in der Halle sind mit uns, die du auch auf der Straße irgendwo siehst, in Cafés und so. Also ist alles bisschen anders, bisschen kleiner, bisschen enger. Wir halten alle sehr, sehr eng zusammen. Die Leute, die du vielleicht irgendwo beim Spiel in der ersten, zweiten Reihe siehst du dann irgendwie in der Stadt und halt die ganzen Sachen. Jeder grüßt sich, jeder kennt sich. Ist schon sehr, sehr schön, muss man sagen. Das war bei anderen Vereinen anders? Naja, in Berlin ist es schwer, klar. Berlin ist eigentlich aus so Wedding da irgendwo in Neukölln, ist schwer. Aber ist auch verständlich. Ich meine, da ist es natürlich auch so, nur halt, man merkt es, glaube ich, nicht so deutlich wie in einer kleineren Gegend oder einer kleineren Stadt. Vor allem bei so einem Verein, der jetzt irgendwie gefühlt seit 137 und nicht seit 37 Jahren besteht, wo wirklich alle sich, keine Ahnung, Martin Rumich ist hier mir geschickt, vor 30 Jahren haben ich und der und vor 35 Jahren da und da. Das sind halt, und die Menschen siehst du ja immer noch jeden Tag. Und bei den Sponsoren, die auch seit über 20, 30 Jahren dabei sind. Also schon was sehr Besonderes. Du hast jetzt viel auch über die Menschen gesprochen. Ich habe auch ganz am Anfang ja gesagt, dass du schon bei sehr vielen Organisationen und Teams mit dabei warst. Das heißt, du hattest auch so viele verschiedene Teammates. Wie schaffst du es mit dem einen oder anderen aus vergangenen Stationen irgendwie gut Kontakt zu halten? Gut. Ich meine, es gibt echt ein paar Leute, mit denen ich
nicht nur Kontakt halte, sondern auch uns oft sehen. Wir hatten ja auch letzten Sommer so einen kleinen Ausflug nach Mallorca, wo André Mangold uns eingeladen hat zur Eröffnung von seinem Club. Ah, das habe ich auf Insta gesehen. Genau, ja. Da haben wir uns ein paar Jungs zusammen getrommelt. Ja, das sah sehr cool aus. Ein paar alte Hasen, wie Per Günther, Alex King, Heckmann war dabei, Jalo, Kleppeich, mein Personal Fitness Coach war dabei, er musste aber nichts machen, nur gechillt. Chrissy Phillips war dabei, also es waren echt ein paar Jungs aus der Liga, wir haben uns zusammengetroffen, wir sind einfach dann geflogen und hatten einfach 3-4 Tage Spaß. Wie formiert sich so eine Truppe? Ist das so ein bisschen, ey, ich rufe den mal an, der kann, oder? Ja, so ungefähr, also okay. Ich habe mit anderen darüber geredet und er meinte, ey, wieso kommt er einfach nicht? Ja. Dann habe ich gefragt, so Per, wie sieht's aus? Die hatten noch Playoffs. Da meinte er, ey, ich weiß nicht, je nachdem, wann wir fertig sind. Klar. Die waren irgendwie am Mittwoch fertig und am Donnerstagabend sind die geflogen. Da hat er gesagt, ah, ich nehme Karim, ich nehme Heckmann, ich nehme Philips mit. Dann habe ich Alex King angerufen. Oh, cool, ey. Seine Frau hat grünes Licht gegeben. An dieser Stelle, danke, Aga. Meine Frau hat grünes Licht gegeben. Wir so, ja, wie kleine Kinder. Und irgendwie waren wir alle auf einmal mal am Flughafen. Und wir hatten den besten Tourguide ever, Per Günther. Der hat uns irgendwie die andere Seite von Malle gezeigt. Der kennt sich da gut aus. Der kennt sich da sehr gut aus, glaube ich, ja. Es war eine super schöne Zeit. Und sowas immer schön, wenn du irgendwie mit Leuten zu tun hast, die du, keine Ahnung, mit denen du 7, 8 Jahre oder so früher gespielt hast. Ich meine, es sind auch jetzt viele andere, auch Amis, nicht nur Deutsche, aber wie gesagt, es sind ein paar Kontakte, die werden auch nie irgendwie weggehen. Was du gerade so erzählst, es klingt schon fast so ein bisschen, ja, dass es so ein bisschen mehr auch als Freundschaft ist, wenn man sich jeden Tag sieht beim Training, dass es fast eher so ist wie so eine Brüderschaft oder so. Würdest du sagen, dass ein Team auch wirklich so zur Familie irgendwie werden kann? Vor allem vielleicht für die Spieler, die jetzt noch, anders als du, noch keine eigene Familie gegründet haben, dass man... Ja, klar. Ja, das ich sage das ja immer wieder. Ich sehe zum Beispiel so ein Fabi Black Öster als meine Frau und mein Sohn. Also Leute lachen, aber so das ist Tatsache. Fabi Black. Ja, und wenn du da irgendwie 10 Monate jeden Tag aufeinander hockst, klar wird man dann irgendwie enger und im selben Hotel, am selben Tisch zum Essen, selbe Halle, selbe Umkleide. Klar kommt man da irgendwie zusammen und wird zu so einer Familie. Und am Ende des Tages ist es ja auch wichtig für unseren Erfolg. Nicht nur unseren, sondern jede Mannschaft. Ohne geht's, glaube ich, sehr schwer. Und dann wird's sehr schwer. Wir haben jetzt ganz viel über die positiven Seiten geredet, aber es ist ja wahrscheinlich nicht immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Das heißt, so Rivalitäten im Team oder weiß ich nicht, vielleicht auch mal irgendwie sowas, dass es ein bisschen Stress gibt um Minuten auf dem Court oder irgendwie sowas. Oder ist das mehr wirklich so, dass man krass zusammenhält, dass man sich pusht gegenseitig, dass man sich aufbaut in der Kabine, wenn der eine vielleicht einen schlechten Tag hatte oder? Das immer. Aufbauen, pushen immer. Dass es Rivalitäten gibt, ist ganz normal. Ja, voll. Ob es jetzt direkt um die Minuten geht, weiß ich nicht, weil am Ende des Tages entscheidest du nicht, ich auch nicht, sondern in dem Fall unser Coach. Aber so eine Rivalität ist ganz gesund, denn das macht beide besser. Und das muss auch sein, weil ohne wird es sehr schwer. Wenn du irgendwie 1 gegen 1 spielst, dann komm, mach doch, alles gut. Das wird nicht klappen. Nee. Von daher ist das schon, ich lass den Platz. Sowas gibt es ja. Und es gibt auch manchmal, wo es wirklich, also haarscharf, sagen wir mal, es geht zur Sache. Also, aber klar, solche Situationen gibt es. Adrenalinschiss, Testosteronschiss, ja klar, sowas gibt es, ja. Viele, viele Teammates, haben wir eben schon gesagt. Gibt es jemanden, den du immer anrufen kannst, egal zu welcher Uhrzeit, zu dem du ein ganz, ganz besonderes Verhältnis aufgebaut hast über die ganzen Jahre, der jetzt vielleicht gar nicht mehr in Deutschland spielt oder bei einem anderen Verein? Per Günther kann ich jetzt. Per, vor allem jetzt, wo Per aufgehört. Ja. Sobald ich ihm schreibe und anrufe, sofort Antwort. Ja. Früher hättest du 2 Wochen warten müssen. Sagt, ich war hier, Kinder, ich hab geschlafen. Also Karriereende hat auch was Gutes. Jetzt ist er die ganze Zeit. Ich online. Die ganze Zeit. Und das ist schön, das freut mich, dass er sich immer zurückmeldet. Okay, schön. Hört er hoffentlich. Ja, hört, hört er sicher. Boggy, meine allerletzte Frage. Kommen wir mal zurück in die BBL. Worauf freust du dich denn am meisten in der neuen Saison? War schwer zu. Auf eine Sache ist es schwer. Ja. Eine Sache ist schwer. Letztes Jahr war so Rückkehr der Fans, ne? Jetzt waren die auf jeden Fall die Hallen schon wieder voll leer. Ja, aber jetzt hoffe ich, dass die Fans so ein bisschen letztes Jahr gesehen haben, was möglich ist. Und dass es jetzt irgendwie noch mal krasser wird. Mhm. Also ist ja nicht nur für unsere Halle, weil unsere Halle ist so gut wie jedes Mal ausverkauft. Ja. Aber auch in Deutschland, dass einfach vielleicht sich Leute jetzt viel mehr oder mehr in die Hallen trauen, mehr raustrauen. Ich hoffe, dass die Leute wieder mehr Spaß am Basketball
finden. Und zwar in der Halle und nicht irgendwie vom Fernseher, ja. Weil da kann meine Oma auch zuschauen. Ja. Ist eigentlich furchtbar, dass man sich so dran gewöhnt hat schon, ne? Ja, so ein bisschen, leider. Ja. Leider alle nur noch Tablets, Handys, ja. Plasma, ja. TVs. Aber ich würde mir wünschen, dass da wieder die Hallen voll sind. Dass du von allen Seiten beschimpft wirst. Ist auch einfach, einfach ein anderes Erlebnis, ja, genau, für Fans, das ist, das wird doch schön. Für die Organisation, für die Spieler sowieso. Genau. Hoffe ich auch. Darauf freue ich mich. Ja, mir auch. Ich danke dir. Das war's schon. Also, super.